Hallo YouTuber und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu der nächsten Folge das Traumduo. Ja, wir machen jetzt endlich mal die Serie weiter und sind ja schon sehr kurz vor dem Ende. Wir haben schon einige Coins erspielt. Unser Kontostand beträgt mittlerweile, glaube ich, 50.000 und wir suchen dann schon den ersten Gegner in dieser Episode und da haben wir ihn auch schon gefunden. Wir gucken uns mal sein Team an. Es heißt Awesome Team, also seine Mannschaft, und ja, er hat einfach mal die Pace schon vor dem Herrn da vorne drin. Gervinho, Dumbia und Ibabo. Natürlich, was auch sonst. Und dahinter einfach eine Mannschaft ohne Chemie mit dem starken Keeper De Gea. Und wir wollen uns einfach mal angucken, wie wir die Partie so bestreiten konnten, was wir so gerissen haben. Die erste Aktion haben wir hier mit Aubameyang. Der geht da ins Dribbling, kommt da irgendwie vorbei, schießt, aber De Gea kann den Ball noch halten. Letztendlich kommt noch Lewandowski an den Ball, macht den Schopf, macht den Hacke zu Hacke, zieht in die Mitte, Fake Shot, Schuss und ja. Der wurde leider vom Barca, seinem Goldinnenverteidiger, abgeblockt. Aber trotzdem haben wir uns nicht berühren lassen und weitergemacht. Lewandowski springt den Ball da irgendwie zu Aubameyang, der da den Ball weiterspielt auf Marokka. Der zurück auf Aubameyang und der geht ins Dribbling, zeigt mal sein Pace, geht an allen vorbei, ist frei vor der Her und lässt dem keine Chance, den Ball zu halten. 1:0 für uns und das war, denke ich mal, ein gut rausgespieltes Tor, was wir da gemacht haben. Die Abwehr natürlich total desorientiert bei unserem Gegner. Und letztendlich hatte der Her wirklich keine Chance bei dem Abschluss, der war einfach nur richtig stark. Das 108. Tor konnten wir somit für unser Duo erzielen und es ging direkt weiter. Aubameyang hier im Dribbling Roulette, dann geht er irgendwie da wieder vorbei, schlägt ein paar Haken, macht den Stopp sozusagen, schießt letztendlich rauf und links oben rein geht der Ball letztendlich. 109. Tor, Aubameyang macht den Doppelpack sicher und ja, unser Gegner hatte einfach keine Chance. Nach einer halben Stunde lag er schon mit 2:0 zurück und ihr werdet gleich sehen, dass es direkt so weiterging. Wir springen in die nächste Situation. Er versucht den Ball zu klären. Letztendlich spielen wir den Ball zurück auf Aubameyang. Irgendwie, der wird von daher gelegt, von hinten umgerissen. Und wir bekommen in der 36. Minute, also ein paar Minuten später nur, den Elfmeter und somit die Chance zum Hattrick für unseren Spieler Aubameyang, mit dem ich natürlich den Elfmeter dann auch schießen werde, weil ich lasse mir die 5000 Coins für den Hattrick sicher nicht entgehen, um mit Lewandowski jetzt extra noch ein Tor zu machen. Das wollte ich in dieser Partie mal nicht machen, weil sonst mache ich es ja eigentlich immer. Aber bei ihm war halt auch eine hohe Gefahr, dass er Rage quittet und ich wollte nochmal ein paar Coins rausholen. Und letztendlich sind wir dann noch angetreten mit Aubameyang, der anläuft und wir schießen wie immer nach links oben. Er läuft an und wir treffen natürlich. Der Gegner hat sich nicht mal bewegt und Aubameyang macht dann auch das 110. Tor für unser Duo, klar. Richtig guter Elfmeter, also richtig stark getreten. Doch ja, keinerlei Abwehrchance, weil er sich halt auch nicht bewegt hat. Und ja, wir gehen in die nächste Situation, wo wir hier ein bisschen vorspulen. Ja, er verliert da den Ball und kommt dann trotzdem, glaube ich, noch irgendwie ran und drückt Pause und ja, was kommt, wissen wir, denken wir alle, er quittet, genau. Und wir gucken uns unseren Kontostand an, wir haben genau 30.000 Coins dazu gekriegt, sind mittlerweile bei 80.000 Coins angelangt und wir brauchen trotzdem noch sehr viele Coins, um uns den letzten Spieler fürs Team leisten zu können. Das wird jetzt noch ein, zwei Episoden dauern, denke ich. Und ist ja auch relativ egal erstmal. Ist ja nebensächlich. Wir gehen dann auch schon gleich in die nächste Partie. Und ja, wir suchen denn hier schon längst. Ich habe leider da ein bisschen spät aufgenommen, erst beim gegnerischen Team. Der hat ein League-A-Team mit Pogba, der nicht auf volle Chemie kommt. Und wir gucken uns erstmal die erste Chance an, die wir hier hatten mit Aubameyang. Wir gehen da über die Außen, ziehen da in die Mitte mit ein paar Übersteigern, werden gelegt und ja, Elfmeter. Wir kriegen erneut einen Elfmeter. Entschuldigung. Ja, und den werden wir diesmal mit einem Lewandowski schießen. Das habe ich mir, habe ich mich dann spontan entschieden, weil ja Aubameyang davor seine kleine Show wieder mal hatte. Und ja, Lewandowski sollte jetzt auch mal die Chance bekommen, in dieser Episode treffen zu dürfen. Ja, in der 7. Minute haben wir somit schon die Chance zum 1:0 und Führung zu gehen und den Gegner erstmal einen kleinen Dämpfer zu verpassen, weil der mir nicht auf den Sack gegangen ist, aber der war auch nicht so sonderlich gut, deswegen dachte ich mir, dass der vielleicht auch schnell quitten würde, wenn wir frühe Tore machen würden. Lewandowski tritt an, schießt den Ball wieder mal nach links oben in die Ecke. Mandanda hat da keinerlei Chance und Lewandowski macht das 111. Tor, klar, eine schöne Zahl, wie ich finde, und ja, auch ein gutes Tor, da wieder mal ein Elfmeter, sehr sicher verwandelt. Wir haben auch sehr wenige Elfmeter, glaube ich, nur in dieser Serie verschossen.
wenn ich mich recht erinnere. Und ja, wir gehen trotzdem schon in die nächste Situation. Letztendlich hat da Lacazette trotzdem vorne drin, der den Lobpass auf Payet spielt. Payet ist nur ein richtig kranker Spieler der Team of the Season. Spielt den Ball zu Ibrahimovic und der hat keinerlei Probleme, den Ball da an Mandanda und unsere Innenverteidigung vorbeizuschießen. Richtig gutes Tor da von ihm, er hat es richtig stark rausgespielt, das muss man ihm ja wirklich lassen. War auch kein wirklicher Sweat, würde ich sagen. Und ja, Ibrahimovic jubelt da natürlich mit seinem Standardjubel, den er im FIFA bekommen hat, mit dem Eckfahrentritt, den man sich jetzt am Anfang, glaube ich, sogar kaufen konnte, wenn ich mich recht erinnere. Aber wie dem auch sei, wir sehen uns die nächste Chance mal an. Aubameyang geht da durch, geht an allen vorbei, wirklich an allen, lässt auch den letzten Verteidiger stehen, macht den Finesse ins Kurzeck. Mandanda hat keinerlei Abwehrchance und wir haben das 112. Tor somit erzielt. Richtig schöner Alleingang an der Stelle von Aubameyang, das muss man ja wirklich mal sagen. Und ja, der zeigt mal wieder, was er kann, nämlich rennen und schießen. Und das kann er wirklich richtig gut. Das ist ja auch richtig leicht in FIFA, das zu können, also davon mal abgesehen. Aber trotzdem kann er das stark. Und ich würde sagen, wir gehen auch schon in die nächste Situation. Aubameyang geht wieder mal ins Dribbling, geht an den Spielern mit Übersteigern vorbei, wieder ein bisschen Pace abusen und dann der Schuss ins lange Eck. Richtig starker Abschluss wieder mal von Aubameyang. Und der macht das 3:1 für uns klar. 113. Tor. Aubameyang geht in dieser Folge einfach mal richtig ab. Lässt da wirklich alle Verteidiger stehen. Und ja, dann eiskalt im Strafraum, wie wir ihn kennen. Unser Gegner hatte jedoch trotzdem noch ein paar Chancen. Ibrahimovic kommt hier da vorbei an Kieran Gibbs, spielt den Pass auf Pogba und der ohne Chemie haut den Ball mit links seinem schwachen Fuß ins lange Eck an Mandanda, Team of the Season, by the way, vorbei. Und ja, das war eigentlich nur traurig, dieses Gegentor. Aber was wir machen, ist halt FIFA, ne? Und ja, da braucht man halt auch keine Chemie irgendwie, auch wenn der Modus eigentlich um Chemie geht. Aber egal, Aubameyang hier mit der nächsten Chance schießt hier den Ball ins lange Eck wieder mal schön hoch in den Winkel. Finesse, der hat wieder einen Hattrick für Aubameyang. 114. Tor, richtig stark gemacht wieder mal, würde ich sagen. Und ja, schöner Finesse da wirklich, sehr sicher. Und Aubameyang durfte somit nochmal einen Hattrick erzielen. Leider hatte ich mit Lewandowski in diesem Spiel nicht allzu viele Chancen. Im Gegensatz zu unserem Gegner mit Payet, der schießt ins lange Eck ebenfalls rein. Und ja, 3:4, er hat nochmal ein bisschen Ergebniskosmetik betrieben und wie ihr auch seht, haben wir eine rote Karte bekommen mit, ich glaube, Alonso. Und er wird dann in der nächsten Partie nicht spielen, für ihn wird Julian Weigel in die Partie kommen, also ins Team kommen. Aber wir kommen erstmal zum Kontostand, der beträgt mittlerweile 110.000 Coins. Wir haben nämlich wieder 30.000 Coins dazu bekommen. Richtig schön finde ich das und ja, es läuft auf jeden Fall sehr gut hier in der Episode mal wieder mit der Coins-Ausbeute, würde ich behaupten. Ich glaube, das ist die beste, die wir je hatten bisher. Aber wir gehen dann auch schon in die nächste Partie mit unserem Neuzugang Julian Weigel, beziehungsweise unserem Austauschspieler für eine Partie. Julian Weigel, er hatte hier eine richtig scheiß Latenz, deswegen bin ich auch direkt rausgegangen. Und wir suchen dann auch den nächsten Gegner direkt und der hatte wieder eine gute Latenz, auch wenn es, glaube ich, sogar der gleiche war. Aber wir haben jetzt gewechselt. Entschuldigung. Diesmal war ich Host und er nur Gast. Vorher war es ja andersrum und ja, wir gucken uns sein Team an. Er hat ein bisschen sweaty BPL-Team, ja, mit Sterling in der Zentrale, rechts Cuadrado in der Zentrale, als Stürmer dann noch Remy und links Depay in der Man United-Version natürlich. Die Innenverteidigung ist auch sehr schnell mit Davies, Smalling und Selke. Trotzdem haben wir uns nicht beirren lassen und direkt die erste Chance rausgespielt. Casola verliert da zwar den Ball, aber wir kommen trotzdem noch an den Ball mit Weigel. Der spielt den Ball auf Lewandowski, der geht ins Dribbling, nimmt ein paar Gegner aus und macht den Finesse wunderschön ins lange Eck. Also dieses Tor war einfach nur richtig geil, richtig guter Finesse von Lewandowski an der Stelle. 115. Tor und so ein schönes, einfach nur ein richtig kranker Schuss, den Lewandowski da rausgehauen hat. Ich meine, guckt ihn euch an, richtig cooler Schuss. Und ja, das war auch schon die erste Chance für diese Partie. Remy hatte hier die zweite, der kommt da irgendwie noch an den Ball, zieht dann in die Mitte, beziehungsweise passt den Ball in die Mitte, Memphis Depay mit dem schwachen linken Fuß kann er den Ball da einfach einhauen. Da hat er keinerlei Probleme, den Ball frei vom Tor ins linke obere Eck zu schlagen, auch wenn es ein schwacher Fuß ist und er nur 2 Sterne Recruit hat. Das juckt ihn einfach nicht. Remy hat dann hier auch die nächste Chance, spielt den Pass auf, wer ist denn das? Silva Cuadrado. Memphis Depay kommt letztendlich an den Ball, Sterling schießt und ja, 34. Minute, wir liegen 2:1 hinten, das war nicht so angenehm und wir gehen dann auch direkt gleich in die nächste Szene, wenn wir hier uns den Jubel angeguckt haben von unserem Gegner und die Wiederholung, die er da mal wieder sehr sicher rausgespielt hatte. Hier sehen wir David Luiz, der ins Dribbling geht, nimmt die ersten Gegner aus, geht dann ins Dribbling hier, Lewandowski meine ich natürlich, Scoop-Turn, Linksschuss und ja,
den Tor hat dann natürlich De Gea gehabt, der den Ball sicher halten konnte. In der nächsten Situation kann De Gea nichts machen. Der Aubameyang hat keinerlei Probleme, den Ball richtig schön reinzuköpfen, natürlich nicht rauszuköpfen. Gute Flanke da von Cazorla mit einer schönen Freischussflanke. Kann er den Ball auf Aubameyang bringen, der einfach sicher einköpft. Wunderschön steigt er da hoch und er hat auch keinerlei Konkurrenz, die damit hochschlägt, aber trotzdem macht er das einfach nur Weltklasse. Marokka geht hier ebenfalls richtig stark ins Dribbling, spielt den Ball auf Gündogan, der da irgendwie an Davies vorbeikommt, die Flanke in die Mitte bringt. Oh, Lewandowski springt ebenfalls hoch. Zwei Kopfballtore hintereinander für uns und wir führen wieder, haben 117 Tore mittlerweile auf dem Konto. Und Lewandowski beendet dann die Partie auch schon mit dem wunderschönen Kopfballtreffer an der Stelle. Richtig gut gemacht da wieder mal und wir haben letztendlich für in dieser Episode 80.000 Münzen verdient, in diesem Spiel 20.000. Und das war's dann auch schon wieder von dieser Episode. Ja, das war die 15. Folge, das Traumduo. Und wir gehen so langsam in Richtung Ende. Und ja, ich hoffe, ihr seid immer noch mit dabei. Ich hoffe, euch macht die Serie immer noch Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch irgendwas anmerken wollt. Bis dann, haut rein! Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem Team of the Week Squad Builder. Ich habe mal wieder einen gemacht, weil ich das aktuelle Team of the Week ganz gut fand mit 3-4 Goldspielern. Davon habe ich mir 3 ausgesucht und in das Team hier verbaut.